Und darüber möchten wir weitersprechen mit Thorsten Jungert bei uns, politischer Korrespondent bei Welt. Vielen Dank, dass du heute Morgen bei uns bist. Guten Morgen. Lass uns als allererstes einmal direkt auf Frau Lambrecht blicken, die jetzt mal wieder stark in der Kritik steht, mittlerweile ja auch aus der eigenen Partei. Was macht das mit ihrem Ministerposten? Wie wackelig siehst du den mittlerweile? Du hast den entscheidenden Punkt angesprochen. Sie gerät mittlerweile nicht nur bei der Opposition in Kritik, die ja schon seit längerer Zeit Vorwürfe macht und auch ihren Rücktritt fordert, sondern auch die Abgeordneten der eigenen Ampelregierung sind mittlerweile sehr skeptisch und stellen sehr kritische Fragen. Und das ist natürlich ein Problem für eine Ministerin, wenn sozusagen der Rückhalt in den eigenen Fraktionen schwindet. Es ist gut nachvollziehbar. Ich meine, die Abgeordneten sagen, wir stellen als Regierung der Bundeswehr so viel Geld wie noch keine Vorgängerregierung zur Verfügung. 100 Milliarden Euro Sonderschulden, 50 Milliarden Euro im Haushalt jedes Jahr. Und das Einzige, was wir von der Ministerin dafür bekommen, sind Negativschlagzeilen. Das begann ja schon im Frühjahr, das zog sich durch den ganzen Sommer, private Affären, Hubschrauberflüge mit ihrem Sohn, komische Ankündigungen in Richtung Ukraine, Helme, 5000 Helme seien eine nennenswerte Unterstützung, bis hin zu ihren ja, fast kabaretthaften Versuchen im Bundestag zu erklären, was denn nun ein Panzer ist. Und da hat sich einiges angesammelt und jetzt die F-35, die Beschaffung dieses neuen Kampfjets, das erste große Rüstungsprojekt aus dem Sondervermögen, das hakt jetzt auch und da ist offenbar die Geduld bei vielen Abgeordneten am Ende. Aber Thorsten, ganz ehrlich, ich meine, hätte man doch kommen sehen. Es gab mit Sicherheit potentere Kandidatinnen für dieses Amt als Frau Lambrecht. Das wusste man von Anfang an. Olaf Scholz hat sie in einer Zeit ernannt, wo der Krieg in der Ukraine nicht wirklich absehbar war. Er ist davon ausgegangen, dass sie vielleicht in Friedenszeiten die Bundeswehr einigermaßen managen kann als Juristin und erfahrene Ministerin im Justizressort. Dann kam der Krieg und jetzt sind einfach andere Anforderungen an sie gestellt worden. Sie ist jetzt ja, da muss man das Personal wechseln und das sollte schnellstens passieren, oder? Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr und von diesem Sujet hat sie schlicht keine Ahnung. Sie hat auch sehr lange Zeit gebraucht, um sich in diesem Ressort überhaupt zurechtzufinden. Auch den Umfang dieser Aufgabe, die sie da übernommen hat. Sie führt da 250.000 Menschen. Sie muss sich wirtschaftspolitisch auskennen, wenn es um Beschaffung von Rüstungsgütern geht. Sie muss sich außenpolitisch auskennen. Sie muss sich militärisch auskennen. Also es ist eine sehr umfangreiche Aufgabe. Und offenbar muss man feststellen, Frau Lambrecht stößt an ihre persönlichen Grenzen. Deshalb gibt es auch die Debatte darüber, ob sie nicht abgelöst gehört. Thorsten, danke schön für diese Einordnung. Sehr gerne. Danke.